So, das ist jetzt ein Tutorial. Ich werde jetzt ein Video über die Befehle im Gildenchat machen, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe. Also ich fange mal an, Stadtwache einfach nehmen. So, gut. So, man kann Gold spenden mit Schrägstrich Gold. Und dann gibt man eine Zahl ein. 2300 mache ich mal. Und hier steht dann Schrägstrich Goldanzahl, also das ist ganz einfach. Und hier steht es auch bei den Pilzen. Und dann gibt es noch Schrägstrich Act. Da sieht man, wann die Leute das letzte Mal online waren. Heute alle, die am 15., am 17. Irgendwo müsste der schlechte Smiley sein. Ja, immer noch bei Cool Franco. Der war also seit einem letzten Serverstart oder der letzten Serveroptimierung oder Wartung oder was weiß ich nicht mehr an. Man schaltet den Act-Modus auch mit Schrägstrich Act wieder aus. Dann steht hier Act-Mode is now off. Das kann man nur selbst sehen. Und dann gibt es noch Schrägstrich W. Und dann gibt man den Namen ein. Ja, ich nehme mal Alandran und schreibe ich Test für YouTube. So, und es geht und die Leerzeichen muss man mit einem Dings machen, mit einem so einem Zeichen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich einen Legend Killer schreibe. Ich gehe schnell in die Ehrenhalle und suche ihn. Es gibt nämlich einen Spieler, der heißt Legend und einen, der heißt Legend Killer. So, Legend Killer. Und es gibt noch Legend. Hier. Wenn ich jetzt nämlich so mache, Schrägstrich W, Legend Killer, schreibe ich Test für YouTube. Dann schreibe ich ein Legend Killer Test für YouTube. Und dann, wenn ich jetzt aber ein Legend Killer schreiben will, schreibe ich Legend, so ein Ding und Killer. Und dann schreibe ich hier Test für YouTube und dann kommt's an. So, und dann gibt es noch den Schrägstrich Cheat-Modus. Da sind dann ganz verrückte Farben und es ist nicht 3D, das habe ich gestern schon getestet in meinem Video. Sieht auch nicht anders aus und indem man nochmal Schrägstrich Cheat eingibt, geht der Modus nicht weg, sondern es kommen neue Farben. Ich schaue jetzt einfach mal rum, wie es aussieht in der Arena und so. Da erkennt man zwar nicht viel, aber sieht cool aus mit den Mustern her. Ja, vor allem beim Kämpfen immer, die Lebensanzeige und so. Und dann überspringe ich mal. So, wir wurden 141 Gold. Im Waffenladen sieht es dann so aus. Und in der Taverne so. Da blinkt es immer perfekt. Und dann noch in den Dungeon gehe ich jetzt mal. Da sieht man wenigstens in normaler Schrift, was es für ein Gegner ist. Drache des Giftes, infizierter Braunbär, Yeti oder Magma-Gigant. Ich nehme mal den infizierten Braunbär. Oje, ich kann jetzt die Stufe nicht erkennen. 134, glaube ich. Ich habe gewonnen. So, das ist aber nur so eine Nebensache, weil es eigentlich kein Dungeon-Video werden sollte. Und den Schrägstrich-Cheat-Modus macht man einfach indem man die Seite neu lädt. So wie ich das jetzt mache. Und ja, das müsste jetzt alles gewesen sein. Und dann mache ich mal Stadtwache und sag ciao.